So, liebe Freunde, und da sind wir wieder bei 4, 1, dem ersten Teil. Ja, warum lange Pause? Lange Rede, kurzer Sinn. Ich hatte viel zu tun, also praktisch mit den anderen Let's Plays. Ich kam dort nicht mehr hinterher. Hatte ich mal kurz pausiert, aber ich habe euch gesagt, ich werde es beenden und ich mache das auch. Hallo, da ist er ja nicht. Und danach, sofern es geht, kommt auch Teil 2 und Teil 3. Auch wenn ich so blöd bin, die Geschichte zu verstehen. Auf jeden Fall geistert hier irgendein Klaus rum. Und ja, wir machen uns mal weiter. Die Steuerung. Ja, ich hatte gerade eine Fehlaufnahme, weil ich nicht mal wusste, die Steuerung. Und wir machen uns mal auf den Weg. Ach stimmt, wir sind letztes Mal hier lang gegangen und wir müssen wahrscheinlich hier runter. Richtig. Hätten wir mal in der letzten Folge nochmal abgeschlossen. Ach, naja. So. Überreste des vermissten SSEGD-Teams wurden gefunden. Die technische Offizierin von 4 ist vor Ort und führt die forensische Untersuchung durch. Der 4-Einsatzkoordinator hat Paxton Vettels Pfeilsignal in dem Gebiet geortet. Über den Verbleib des Amaram-Personals ist momentan nichts bekannt. Mission: Der 4-Einsatzagent wird versuchen, Vettel abzufangen. Und das sind wir. So. Von da oben kamen wir. In der Wild 5. Evakuierung. So, und da sind wir. In 5. Ich weiß nicht. Was? Hilfe. Nein. Da liegt noch Schutz. Was ist das hier? Hä? Das ist doch bestimmt ein Klo, oder? Nee. So ein extra Raum. Okay, wir haben voll. Ey, wir haben ja wieder voll. Ich weiß noch, wo wir es mal gespielt haben, wo wir keine Medikits mehr hatten. Okay. Wir werden uns auf jeden Fall ein bisschen zügig. Ich hab grad Schritte gehört. Oh, da ist noch eins. Ja, jetzt kriegen wir sie wieder hinterher geschmissen. Da haben wir wieder keine. Search Engine so von hier kommt. Ne. Also wegen. Das läuft alles auf den rechten, linken Ohr. Ne, recht. Ich glaube, die sind über mir. Ja, das war wohl nichts. Aber. Wow. Ne, schießen über kurze Salven. Was haben wir eigentlich noch für Gnaden? Eine Schrotflinte? Ich nehme mir mal die. Wow, da oben. Ne, guckst du noch mal? So. Ah, die ziehen aber verdammt viel ab. Oh. Ich glaube, der ist nämlich über mir. Da. Du kleiner Pisser. Soll ich mir schon Medikit holen? Ich hole mir das vom Anfang. Sorry, wenn ich hier hin und her laufe. Wie nehme ich denn das nochmal? Gute Frage. Nicht G drücken. Z. Nee, warte mal. Wo war denn das? Ah, das war hier. Weil wir lassen nichts mehr zurück. Wir lassen keine Kameraden zurück. Nein. Das machen wir nicht. Wenn jetzt hier einer um den Eck auftaucht, ich piss mir in die Hose. So. Hier sieht alles ruhig aus. Die Schrotflinte lade ich mal nach. Hat ihr schon nachgeladen, alles klar. Was ist das? Ah, ein Telefonat. Kommt wieder der Brad. Nämlich bevor. Darauf könnt ihr euch verlassen. Ende der Nachrichten. Oh je.
Ich würde auf den hören, Alter. Das ist ein böser Mann. Oh, da haben wir wieder das 10 mm HG Penetrator. Scheiße. Ist das ernst? Ist das kein Scherz? Ich habe ja die deutsche Übersetzung, also die deutschen Texte von einer Internetseite und heißt die Waffe wirklich Penetrator? Heilige Scheiße. Also, jetzt kann man wirklich sagen, Alter, komm her, Alter, ich penetriere dich. Scheiße, Alter. Ich höre jetzt hier Schritte. Fuck, ey. Oh. So. Alter. In manchen Spielen, ach, ich muss gerade übers Lachen. Also, in manchen Spielen machen tote Menschen die Beine breit. Bei Escape Dead Island zum Beispiel, da machen sie mal die Beine rein. Und hier, Alter, bücken die sich, damit ich die von hinten nehmen soll, oder was? Ach ja, das Spiel ist so lustig, Alter. Ich hätte gerne mal den Penetrator genommen. Aber ich glaube, ich möchte die nicht penetrieren. Oh, ein langer Gang. Bestimmt voller Gefahren. Oh, wieder ein Telefonat. Okay, was der damit sagen wollte, habe ich jetzt nicht kapiert. Oh, hier wird gespeichert. Das heißt, wir sind auf den richtigen Weg. Ey Junge, was hast du denn hier gemacht? Das war bestimmt so ein Typ, der Unreal Tournament gespielt hat. War richtig schon am Ausrasten, wisst ihr? Nee. Oh Mann. Na, ah, der hat auch einen geworfen. Wow, 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 ich sehe da nichts. Wow. Mann, ihr Ficker, Alter. Lass den Scheiß. Kann auch werfen. Aber ich glaube, da war keiner mehr. Oh, ich habe nichts gesagt. So, lieber ein bisschen mehr Munition, als wenn ich da einen Schaden kriege. Da lebt noch jemand. Da. Weil du kannst nicht sprinten. Oder vielleicht kann das und ich weiß es nicht, ich Idiot. Oder ich finde die Taste einfach nicht. Aber Shift ist es definitiv nicht. So, ihr wagt es gegen mich. Was? Hol mich hier raus. Ach so. Bleib mir ehrlich. Ja, warte doch mal. Und nicht ihn hocken. Kann mich jemand Schnauze. Will mal kurz umgucken. Ich bin in der Endlich. Können Sie was wegen der Bomben da unternehmen? Verdammt. Noch ein Ziel. Oh, oh. Festmutter, wir haben die Geisel gefunden. Hört sich an, als sei der Mann mit Sprengstoff verkabelt. Roger, ich schicke Hilfe rüber. Hallo? Sind Sie eine Spezialeinheit oder so? Ganz recht. Jetzt ganz ruhig, Mister. Bishop. Aldous Bishop. Sprengtrupp ist unterwegs. Okay, es gibt ein paar Aufzüge in Ihrer Nähe. Sichern Sie das Gebiet und bringen Sie das Team zu Bishop. Okay, das machen wir. Ich hoffe mal, es geht hier hinten lang, weil einen anderen Weg habe ich jetzt nicht gesehen. Und ja, da werden wir den kleinen Alduin, oder wie der nochmal hieß, retten. Da ist noch ein Pack, das lassen wir da liegen. Weil wegen 15 Punkte da heilen, das ist, nee. Oh, ist alles so dunkel und so groß. Hallo. Echt alles so. Das ist noch ein Medipack. Was? Jemand mag
sich am Sicherheitssystem zu schaffen. Vielleicht wollen die sie festsetzen. Ah, diesmal gibt es keine Kalender mit Schraubenschlüssel, sondern jetzt mit Satelliten. Ist auch neu. Könnt ihr euch bei Amazon bestellen. Ich glaube, hier sind die Aufzüge. Oh oh. Sind das meine? Nein. Das sind nicht meine. Ich dachte schon. Ich kann meine nicht unterscheiden. Scheiße. Nein! Oh du! Alter! Wow! Da haben sie dich aber überrannt. Heilige Scheiße. Huh. Dann nehme ich doch gleich mal eine starke Waffe. Hier lag ja nichts mehr, ne? Ach komm, wir machen das jetzt voll hier. Scheiß auf die 15 Punkte. Jemand macht sich am Sicherheitssystem zu schaffen. Oh, da wirst du erstmal hier überrannt. Die kommen jetzt nicht rechts. Wow, 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 wow. Ganz ruhig. Ganz ruhig, ganz ruhig. Nicht übertreiben. Okay, der ist tot. Wenn man klein ist, wird man selten getroffen. War's das jetzt? Ganz ruhig. Und ich kaue lieber eine Ecke, da leuchtet's rot. Oder komm. Feuer einstellen! Hey, schön Sie wiederzusehen. Endlich. Kriegt man diese Tür nicht wirklich auf? Leider nein. Dann müssen wir wohl improvisieren. Du bist allein? Erstaunlich, dass du so lange überlebt hast. Ja. Yeah. Kannst mal sehen, Bobby. I'm the King. Noch was? Wir sind durch. Ach, ihr geht jetzt hier durch. Ja, wenigstens habt ihr nicht den Kalender kaputt gemacht. Hätte ich euch zerdroschen. Ich hab das Gefühl, passiert vielleicht noch was. Mann, ich hätte mich heute krank melden sollen. Ich glaube, das wäre sinnlos. Mal hier hinten. Lol. Sind Sie der Bombenexperte? Ganz recht. Ich gehe mal weg. Keine Sorge, alles wird gut. Schaffen Sie mir das Zeug vom Leib. Bitte. Das hat definitiv ein Profi verkabelt. Soll ich mich jetzt etwa besser fühlen? Er ist vielleicht Profi, aber ich bin Meister. Feueralarm. Er wurde in einem Security-Büro auf dieser Etage ausgelöst. Schalten Sie ihn aus, damit die Aufzüge wieder funktionieren. Okay. Das machen wir jetzt noch. Hallo? Ich glaube, hier waren wir noch nicht. Was ist denn das? Mr. Bishop, wissen Sie, warum man Sie als Geisel genommen hat? Wir haben nach Harlan Wayne gefragt. Seine Tochter Alice und ich sind in derselben Arbeitsgruppe. Was für eine Arbeitsgruppe? Wir arbeiten an einer Studie über den Oberdistrikt in den letzten 25 Jahren. Warum hat uns keiner gesagt? Wo ist seine Tochter jetzt? Ihr Büro ist im Verwaltungsgebäude. Im nächsten Stock. Ich glaube, hier hinten ist nichts, oder? Naja, doch ein bisschen Schutz. Ah, jetzt haben wir 135. Cool. Letztes Mal in der 6. oder 7. Folge habe ich ja was gefunden, aber das hat irgendwie nichts gebracht. Okay. Offensichtlich geht es hier hoch. Also, ich hätte es nicht gedacht.
So, easy, easy. I'm not a zombie. Na, hier oben haben wir schon mal einen gekillt. Da ist noch ein Ding. Brauchen wir aber gerade nicht. Ja, das war nämlich... Hier ist noch ein Telefonat. Sie haben eine neue Nachricht. Erste Nachricht von Alice Wade. Hey Aldous, hier Alice Wade. Ich habe Kopien in Ihren Postkorb gelegt. Ein paar Zeitungsartikel über Auburn aus den letzten 25 Jahren. Die körperlichen Symptome, die die alte Frau uns schilderte, werden da verdächtig oft erwähnt. Anscheinend verspürten viele Leute Unbehagen oder Übelkeit, wenn sie eine Zeit lang dort lebten. Aber falls es eine chemische oder radiologische Verunreinigung ist, warum hat die Stadt dann nichts im Boden oder im Grundwasser gefunden? Das ergibt alles keinen Sinn. Naja, wir hören bald voneinander. Ende der Nachrichten. Alice Wade. Das erinnert mich irgendwie an Alice Wake. Von das Spiel Alan Wake. Zufall? Oder keine Ahnung. Bin ich hier. Ich mach mal ein Quick Save. Alles klar, und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin.